So, das Erste, was wir hier machen in dieser Mine, ist diese Ratte zu töten. Wunderbar. Und dann reichlich Kristalle mitzunehmen. Ein magischer Kristall, ein weiterer magischer Kristall. Ich sollte mich rechts halten, wurde mir gesagt, um diesen Faris zu treffen. Ist der Faris? Ich denke schon. Ein kleiner Scharfauge. Kann man diesen dunklen Gang durchaus gebrauchen. Und da kommt auch schon ein Mensch auf mich zu. Ich nehme an, das ist der, dieser Faris. Beeindruckend. Ich sollte mir ein paar dieser Kristalle mitnehmen. Die würden sich gut auf meinem Opferaltar machen. Nein, es ist Valamir. Die haben gerade gesprochen. Du warst gerade draußen, Mann. Ach, das ist Faris? Faris ist also kein Mensch. Faris ist Meister des Minenbaus. Geiler Hut, muss ich mal sagen. Dieser Fuchsbau hier. Die Mine macht schon was her. Komm, ein bisschen loben. Die Mine macht schon was her. Jip, jip. Alles Faris Wertarbeit. Sie wird niemals einstürzen. Faris prüft jeden Tag die Stützbalken. Das ist ziemlich cool. Du bist also für Sicherheit verantwortlich. Du bist also für die Sicherheit verantwortlich? Jip. Aber Faris kümmert sich auch um die anderen Gno. Böser Homi würde sie alle lasse sterben. Faris, Schimpfi, soll Gipi pausen. Du hast wohl viel zu tun, schätze ich mal. Du hast wohl viel zu tun. Viele Dinge, von denen Homi nichts versteht. Genau wie Rami. Hat auch nie was verstanden und verläuft sich im Stollen. Okay. Dann müssen wir wahrscheinlich wieder finden, schätze ich mal. Valamir möchte, dass ich euch helfe. Valamir möchte, dass ich euch helfe. Er dir sicher gesagt, dass du uns in den Arsch treten sollst. So in etwa. Naja, ja. Valamir immer mies gelaunt. Magier wollen viele Glitzersteine. Und wenn er nichts liefert, General von Homis böse. Darum wichtig, dass Probleme von Gno verschwinden. Welchen Gnomen soll ich denn helfen? Welchen Gnomen soll ich helfen? Nö, du ist guter Gnom. Arbeitet viel. Du solltest trotzdem fragen, ob er braucht Hilfe. Keftir und Vega streiten viel in letzter Zeit. Sprich auch mit ihnen. Banu arbeitet zusammen mit Rami unten im Berg. Wir sprechen also mal mit allen Gnomen letztendlich, die einen Namen haben. Kannst du mir das Schürfen beibringen? Kannst du mir das Schürfen beibringen? Jip, jip. Wenn Homi hat Gold für diesen Gno? Schürfen lernen. Du holst aus Erz und Goldadern deutlich mehr Ausbeute heraus. Boah, brauche ich gerade erstmal auch nicht, glaube ich. Obwohl 500 Gold auch nicht wirklich viel ist, muss man klar sagen. Aber 500 Gold? Was habe ich denn? Habe ich schon mal erwähnt, dass ich es sehr seltsam finde, dass ich bei I, also in der Tat, nicht meine Goldmenge sehe. Das finde ich sehr, sehr... Ach hier, 1865. Ja, wird reichen, komm. Bring mir das Schürfen bei. Bring mir bei, wie ich besser schürfen kann. Jip, jip, Homie, das ist ganz einfach. Sei etwas kleiner und hab kürzere Arme. Haha. Dann bist du automatisch vorsichtiger. Homies benutzen rohe Gewalt. Gno streicheln den Stein kaputt. Um ihn dann zu beklauen, dass keine Wissenschaft ist, das ist eine Kunst. Das ist ein ziemlich geiler Spruch. Sie streicheln den Stein kaputt, um ihn dann zu beklauen. Okay, gucken wir uns mal an, ob wir deine Kollegen irgendwie finden. Da ist doch schon einer. Hallo, Gnome. Mimi. Gnome hat also keinen Namen. Kutaki. Oh. Hier darf ich nicht rein. Das kriege ich nicht auf. Oh, hinten ist eine Truhe, eine Spruchrolle. Einmal Heilung. Vielen Dank. Dann noch ein Pflänzchen. Eines der wenigen Pflänzchen, was überhaupt in diesen Stollen wächst. Trotzdem nehme ich es gerne mit. Ich habe irgendein Tier gerade gehört. Eine weitere Spruchrolle. Vielen Dank. Guck mal, die Truhe. Ach, hier sind keine Truhe. Bett, weg. Geh doch mal weg. So. Mal gucken, ob wir uns hier irgendwie verlaufen. Bestimmt. Kann ich diesen Stein mitnehmen? Nee. Sieht so aus wie ein Backstein, ehrlich gesagt. Endlich mal eine richtig schöne große Mine. Erinnere ich jetzt gerade wirklich an die alten, guten Gothic 1 Zeiten, nicht wahr, Ratte? Das war toll. Damals warst du noch eine Fleischschwanz. So. Ich nehme an, hier geht es bestimmt reichlich zu schürfen. Wahrscheinlich kriege ich jetzt 10 Brocken raus aus jeder Erzader oder aus jeder Kristallader, wie auch immer. Ja, das ist kein Name. Ich nehme dieses Schafauge, ich nehme diesen Pilz und natürlich nehme ich auch den Kristall, den ich dort sehe. Und gleich mal aus, lass gleich mal gucken, wie viel ich denn rausholen kann aus der Kristall. Aber ich sage tatsächlich 10 Brocken Kristall mit 3 Schlägen. Mal sehen. Ja, danke, Bones. Gleich muss ich in die Kamera. 8. Okay, naja. Hast du einen Namen? Nö, du. Nö, du hat Glitzersteine. Und das macht dir Spaß? Jip, jip. Die Masken sind echt geil, muss man wirklich mal sagen. Kann ich dir denn irgendwie helfen? Kann ich denn irgendwie helfen?
Nödu. Ja, Nödu will weiter. Dachte ich mir schon, ja, dass der deine Name kommt. Die sind wirklich sehr einfallsreich mit ihren Namen. Soll ich also in Ruhe lassen? Ich soll dich in Ruhe lassen? Jip, jip. Berg ist Grane Kumpo. Und auf den Tisch kommt heute Kristall so wunderschön. Naja, die kann ich leider nicht dran schürfen, weil du dran schürfst. Schade. Gut, da habe ich dir also geholfen. Ist doch ganz nett. Obwohl. Bevor ich es aber nochmal ansprechen. Will seine Ruhe. Okay, dann nicht. Gucken wir uns also mal weiter um. Hier geht es wieder hoch. Oh, warte mal. Wir können weitergehen. Alles cool, alles cool. Okay, noch ein Kristall. Ich wette, irgendeiner dieser Gnome ist ganz weit hinten irgendwo verborgen, ganz weit versteckt. Und muss noch gesucht werden oder irgendwas in die Richtung. Ach, stimmt, er hat gesagt, dass irgendeiner sich mal verläuft. Na, gehen wir erstmal. Gut, versuchen wir erstmal oben zu bleiben, so ein bisschen. Nicht wahr, Ratte? Sehr schön. Nehme ich auch noch mit, den Geisterpilz. Warte mal. So, ja. Kriege ich es irgendwie hin, mich nicht zu verlaufen hier? Die Wahrscheinlichkeit ist doch eher gering. Da ich es jetzt schon mal getan habe, schon. Gut. Obwohl, so unglaublich komplex war das gar nicht mal. Der führt jetzt direkt nach unten. Der andere führte über eine Zwischenebene nach unten. Okay. Gehen wir erstmal. Wieso habe ich den nicht mitgenommen? Gehen wir also erstmal nach ganz unten. Einen haben wir schon geholfen. Fehlen noch weitere X. Und du bist keiner davon. Ich finde es ganz gut, dass man gleich am Anfang die Namen sieht. Dann hat man damit keine Probleme. So. Und du hast nämlich einen Namen. Kefkir. Kefkir sammelt Dingi. Was sammelst du denn? All Dingi, die herumliegen. Ist Trick. Wenn Kefkir sammelt, er muss weniger arbeiten. Du meinst mit Sammeln nicht zufälligerweise stehlen? Du meinst mit Sammeln nicht zufällig stehlen? Kefkir ist doch kein Tief. Wir Gnomen niemals klauen. Ah ja. Nur wer viel sammelt, bekommt großen Platz auf anderer Seite. Alles klar, du sammelst nur Dinge aus anderer Leute Tasche, so ist das nämlich. Was meinst du mit der anderen Seite? Was meinst du mit der anderen Seite? Platz für Gno, wenn der große Schatten sie holt. Du sprichst vom Schattenreich. Jep, kein Gno will Ewigkeit in Armut verbringen. Da, neben Goldstück. Omi sollte auch sammeln für andere Seite. Vielen Dank. Taschendiebstahl kann ich leider nicht anwenden, weil du schon relativ gut darin bist. Wahrscheinlich hast du mir, während du ein Gold gegeben hast, hast du mir wahrscheinlich 10 Gold geklaut, aber trotzdem. Eine weitere Spitzhacke. Vielen Dank dafür, kann ich wieder verkloppen. Und Vega! Kaka! Redest du mit mir? Redest du mit mir? Ah, nee. Alles Mist, Homie. Kefkir kein Kompo mehr. Klaut Glitzersteine. Ah, okay. Und wenn Vega nichts liefert, Glitzersteine, Valamir böse. Ist Klau nicht normal bei euch genommen? Oder sagt Valamir doch, dass Kefkir dich bestohlen hat? Nee, ist es nicht normal bei euch? Ist Klauen nicht normal bei euch Gnomen? Nee, Gnome nehmen Dingi von Homi oder Kavas, nicht von Kumpus. Ohne seine Kristalle, Vega hat großes Problem. Ganze 5 fehlen für nächste Lieferung. Ich sehe schon, ich soll ja 5 Kristalle geben, nicht wahr? Alles klar, ich besorge dir 5 Kristalle. Alles klar. Ich besorge dir 5 Kristalle. Jip, jip, Homi, gib die Glitzersteine. Famo! Denn immerhin habe ich auch gerade bestimmt schon 5 aufgesammelt hier in der Höhle. Hier hast du die 5. Hier hast du 5 Kristalle. Tantan, Homi, ist Grane Kumpo. Und was ist mit meiner Belohnung? Jip, jip, Vega hat Hono, gib die Donner für Homi. 20 Gold, das ist es mit Sicherheit nicht wert gewesen. Wie viel wirft diese Mine eigentlich ab? Wie viel wirft diese Mine ab? Viel ist gute Mine. Genaue Zahl Vega nicht weiß. Aber Kava ist hartnäckig. Gibt nicht umsonst her ihre Schätze. Wenn alle Gno helfen mit, wir schaffen nächste Lieferung sicher. Gut für Zaubermänner und gut für Gno. Ja, wunderbar, haben wir das schon mal geklärt. Kann man hier noch irgendwas abbauen? Doch, hier, natürlich. Die offensichtlichen Kristallbeutel hier im Fels. Bones, das magst du echt. Du bist echt nicht kamerascheu, kann man wirklich nicht sagen. Ja, und dann habe ich meine 5 Kristalle wieder rein, die ich gerade gegeben habe. Das ist doch völlig in Ordnung. Kann man nochmal mit dem anderen hier sprechen, der die ganze Zeit geklaut hat? Vega hat mir gesagt, dass du ihn bestohlen hast. Vega hat mir gesagt, dass du ihn bestohlen hast. Was? Du hast mich schon verstanden. Nö. Was hältst du von einem kleinen Tausch? 150 Gold.
für 5 Kristalle, weiß ich gar nicht. Jetzt rückt die Steine raus oder es setzt was? Jetzt rückt die Steine raus oder es setzt was. Niemals Kefgi-Gippi Glitzersteine zu Homie. Minus 2 Seele. Flapper. Steck ihm den Finger ins Auge. Steck ihm den Finger in den Po, mein Gott, nochmal. Will ich unbedingt jedem von euch Geld geben? Und so ein kleiner Kackdieb vor allem nicht. Also so einem kleinen Kackdieb vor allem nicht. Dann kann ich ihn auch besiegen ohne den lieben Bones. Ist mal schön. Mist. Na. Ohoho. Und? Na komm, ein Schlag, dann bist du weg. Und zwar dieser hier. Aua, tut doch weh. Na, Kefgier? Aua! Okay, okay, Kefgier-Tief. Gibst du mir die Steine jetzt oder muss ich noch deutlicher werden? Gibst du mir die Steine jetzt oder muss ich noch deutlicher werden? Kaka, hier hat Homie Glitzersteine. Armer Kefgier, voller Beulen. Ja, geh ein bisschen arbeiten, da brauchst du keine Beulen mehr zu haben. Wer bist du denn jetzt, Banu? Warum schürfst du nicht? Was nicht geht an? Valamir oder Faris dich geschickt? Ja, wir wollen gleich die nächste Schläge haben. Ich bin mein eigener Auftraggeber. Nee, Val hat mich geschickt. Valamir hat mich geschickt. Valamir böse. Valamir immer brüllen. Valamir Kaka. Kann man nicht abstreiten. Valamir und Faris nie hören auf Banu, wenn man vor Gott so in Kava. Du redest von Monstern in der Mine? Jep, jep. Gott so Murksa, alle Gnu, wenn nicht Atto Atto. Warum hört euer Anführer nicht auf euch? Oder auf dich? Warum hört euer Anführer nicht auf dich? Faris nur Bretter im Kopf. Banu behaupten, Faris hat Brett vorm Kopf. Verstand einhämmern könnte helfen. Nein, ein Klopper ohne Hono. Was? Nix Ehre, wenn schlagen Gnu. Ah ja. Was kann ich tun, damit du die Spitzhacke wieder schwingst? Ne, erstmal sehe ich ja keine Monster. Ich sehe hier keine Monster. Banu auch nicht sehen, aber hören. Kratzen gegen Fels, ganz in der Nähe. Homie muss ganz unten in Mine umgucken. Okay, ich verstehe. Ich soll wahrscheinlich einfach deine Monster töten dafür, dass du wieder schürfst. Aber für alle Leute, die es nicht begriffen haben, kann ich diese Option nochmal anklicken. Was kann ich tun, damit du wieder die Spitzhacke schwenkst? Banu Hacker, wenn Geräusche weg. Wenig überraschend. Ich gehe den Geräuschen auf den Grund. Klick. Ich gehe den Geräuschen auf den Grund. Miss Miller! Homie besser als Valamir. Ja, so ist das. Warte mal, muss ich da? Oder kann ich da nochmal hoch? Nein, wahrscheinlich nicht. Ich muss mal passen unten. Sonst gehe ich nicht wieder raus aus der Höhle. Ich speichere übrigens mal. Ein paar habe ich ja schon zum Arbeiten gebracht. Hallo Ratte. Du musst nicht mehr arbeiten, du hast es frei. So, was ist denn mit dir, lieber Gnom, der keine Gesprächsoption bietet? Nimm halt mal die Kiste. Die spricht zumindest mit mir. Und zwar sagt sie jetzt, dass sie offen ist. Brot und Gold. Naja, 14 Gold übrigens. Ein weiterer Gnome nichts sagt. Kann man hier hoch? Man kann hier hoch. Ein Geisterpilz. Okay. Ja, gut, dann gehen wir mal runter. Und er tötet jetzt irgendwelche Monster. Ich nehme an, das sind irgendwelche Ghule oder... Okay. Komm her, du Krabbelvieh. Ja. Gefräßige Felsspinne. Ja, das kriegen wir doch hin. Ah, da war ich kurz ein bisschen unvorsichtig. Moment, dann war ich kurz mal ein bisschen Proviant. Autsch. Und weg. Einschlag und rollen. Einschlag und rollen. Immer dasselbe. Ach, ich hätte rollen sollen. Ich höre nicht mal auf mich selbst. So, 2 von 5 gefräßige Spinnen, 3 von 5 gefräßige Spinnen. Es gibt offenbar eine Brutspinne, habe ich den Verdacht. Spruchrolle, wo ist denn hier? Genau. Einmal dieses. Einmal dieses. Und wo ist Nummer 3? Ja, wie immer weg. Toll. Speichern. Und mal rein. Ich glaube, wir müssen eine Brutspinne töten. Woher ich das weiß? Ich bin ein Hellseher. Lass du erstmal links reingehen.
Wusstest du, dass Spinnenbeine eine sehr beliebte Zutat in manchen Voodoo-Ritualen sind? Leider gibt es quasi keine brauchbaren. Die meisten sind zu frisch. Ja, aber wir looten ja reichlich Spinnenbeine, von daher ist es, glaube ich, kein so großes Problem. Los, schlitzen wir ein paar Kehlen auf. Das war echt knapp. Aua, doch nicht. Ich nehme an, das eine könnte die Blutspinne sein, könnte auch einfach eine normale, aua, Grabesspinne sein. Aua. Mist. Na, die eine ist schon fast tot, sie ist tot. Und die Brutspinne. Na. Autsch. Und weg. Ich esse ab und zu mal ein bisschen Proviant. Das ist mal, dass ich nicht die ganze Zeit auf Dinges verlasse, auf Bones. Und. Sehr schön. So, Brutspinne ist erledigt. Ich habe gerade gelootet. Ein Auge und ein Spinnenbein. Und hier waren noch gerade zwei andere Spinnen, die ich auch noch looten müsste. Nummer 1 und Nummer 2. Und damit müsste ich jetzt alle Spinnen erledigt haben. Die 5 gefressigen Felsspinnen. Und auch die Brutspinne. Aber vielleicht finde ich noch irgendwas Cooles hier drin, wenn ich schon mal hier hinten bin. Zum Beispiel diese wundervolle Felsspinne. Endlich. Na komm. Das tat weh. Yep, eine Säuredrüse. Stimmt, die habe ich ja ganz vergessen. Na, kommt noch einer rausgekrabbelt hier. Yep. Aus deiner Haut mache ich meinem. Mist. Na. Und das war's. Ich hasse Insekten. Ach, weißt du, ich finde die eigentlich mittlerweile ganz relativ einfach, würde ich fast schon sagen. Komm her, du Krabben. Ich höre sie nur von links irgendwie rausbrechen. Oh, warte mal. Ich vergaß. Einen Schlag brauchst du noch. Ja. Ein paar mehr Sprüche könnte Bones schon haben. Das wäre jetzt nicht so schlecht. Warum brennt gerade hier ein Feuer? Eine Fackel? Ach ja, okay. Schön hier. Gemütlich. Ach, guck mal, Rami. Halpo, Atto. Okay, Kleiner, du brauchst Hilfe. Hab's kapiert. Homi Murksakritu? Schätze, du meinst die Spinnen. Jip. Die sind platt. Du siehst aus, als könntest du Hilfe gebrauchen. Du siehst so aus, als könntest du Hilfe gebrauchen. Oder willst du hier etwa nach Steinen suchen? Nö, Homi. Rabi Arafaris Kava. Okay. Du willst hier also keine Wurzeln schlagen. Mittlerweile spreche ich ganz gut gnomisch, nicht wahr? Wo genau ist denn Faris Lager? Wo genau ist Faris Lager? Homi Travo Topakava, Kapi? Okay, das Lager befindet sich also ganz oben in der Mine. Jip. Na, dann bringen wir dich mal raus, was? Folge mir. Ich bring dich hier raus. Homi Kumpo, Fariskava. Ja, ich bring dich schon in Faris Lager. Du brauchst es nicht ständig zu wiederholen. Fabo, Rami Slova, Homi nix better. Du meinst, ich soll langsam laufen? Jip. Gut, das war jetzt ungefähr dreimal so viel Dialog, wie man für diese Quest hätte brauchen können. Aber egal. Vorher loot ich noch ganz gut diese Kristallader. Ansonsten gibt es hier scheinbar auch nichts weiteres zu holen. Aber die 8 Kristalle hätte ich schon ganz gerne noch mitgenommen. Ist das Buschwerk, was sich hier unten ausbreitet? Ja. Wo, wenn nicht in einer dunklen Höhle? Ja gut, so langsam müssen wir auch nicht laufen scheinbar. Scheiße, die Fackel nicht mitnehmen können. Ich brauche so dringend immer Fackeln. Das ist unglaublich. Du rennst genauso schnell wie ich, Alter. Gemo! Was ist los? Rami Taki Gemo! Nix, Gemo. Komm jetzt! Na gut, dann heb den Gemo auf, was immer Gemo sein mag. Na gut, dann heb deinen Gemo auf. Miss Miller, Rami Iowa Gemo! Was du nicht sagst, gehen wir weiter. Gib Rami's Bedder! Okay, dieser Gnom macht mich aggressiv. Liegt vielleicht auch daran, dass ich gnomisch irgendwie etwas nervig finde. Lass mich raten, müssen wir jetzt noch ungefähr 50.000 Mal ansprechen. Auf dem Weg nach oben. Um diese Quest lustiger zu gestalten. Hab ich da schon gegraben? Nein, hab ich nicht. Ich habe noch nicht gegraben, ich bin eigentlich gehackt. Und 8 weitere Kristalle sind schon so gut wie mein. Während der Gnom links neben mir seine Hand isst. Gut, vielen Dank.
Wir müssen wahrscheinlich hier hoch. Ach, warte mal. Müssen wir nicht einem Typen noch sagen, dass sein, dass er jetzt weiterarbeiten kann, weil die Monster ja weg sind? Das warst nicht du, sondern das warst du. Du kannst wieder arbeiten, die Viecher sind erledigt. Du kannst wieder arbeiten, die Viecher sind erledigt. Du meinen, Gnu wieder in Sicherheit? Ja. Tantan. Hier, das ein für dich. Zwei magische Kristalle, wundervoll. Ja. Ist einer noch da? Der ist noch da. Sehr schön. Nein. Oh, warte mal. Alter! Das ist echt eine ganz beschissene Mechanik, sozusagen. Entschuldigung, dass ich das sagen muss, aber es ist wirklich so. In diesem Spiel, dass du fast generell zweimal schlägst, wenn man echt nicht aufpasst. Oder erstmal wirklich das nächste Ziel wählt, was irgendwie in die Ecke ist. Also ich meine, ich bin ja schon froh, dass er nicht irgendwie automatisch dann auf feindlich gesetzt wird. Wie es normalerweise logisch wäre, wie es glaube ich auch damals bei Gothic ganz gerne mal der Fall war, logischerweise. Wenn man mal da aus den jemanden getroffen hat, der eigenen Leute, dann, ja, das hab ich echt weit gebracht hier, der Weg. Dann waren sie sofort feindlich gesonnen und haben einen versucht umzuhauen und danach zu beklauen. Das war eine schöne, raue Welt. So, bist du noch da? Du bist noch da. Gut, gehen wir jetzt hier hoch. Nö, du hat mal schon. Homie? Was ist denn jetzt schon wieder? Granetraco Odotini Traco Akafaris? Rami Wana Granetraco. Nix, Treppi. Drück dich mal klar aus. Ja, genau. Na gut, wir nehmen den langen Weg. Ja, drück dich mal klar aus. Ich weiß nicht genau, was drück du willst. Drück dich mal klar aus. Du willst nicht, dass ich die Treppe benutze, oder was? Treppe. Okay, du willst also über die Treppe zu Faris. Nee, nix über Treppi. Na gut, wir nehmen den langen Weg. Na gut, wir nehmen den langen Weg. Homie, Fabo, Kerl. Ja, weiter. So, nicht über die Treppe. Das da oben ist also die Treppe, das ist ja toll. Dann nehmen wir also den langen Weg. Wenn der Herr noch keine anderen Einwände mehr hat ansonsten. Der ist auch nicht mehr so viel länger, der Weg. Das heißt, wir müssen also einmal ganz kurz hier hoch zum Höhleneingang, mehr oder weniger, und einfach den Gang wieder runtergehen. Oh, Lucky Lucky, Mavi Cliffo. Ja, die Felswand ist echt toll. Jetzt lass uns endlich weitergehen. Ja, großartig. Ich mag diesen Gnomen. Wahrscheinlich ein Verwandter oder Bekannter von Matt. Den ich Gott sei Dank in irgendein Tor zurückgelassen habe. Oder irgendwo im Dschungel ist irgendwann abhanden gekommen. Was nicht wirklich schlimm ist. Oh, warte mal, nein. Du sollst nicht warten, sollst du mitkommen. Vielen Dank. So, gehen wir jetzt mal hier rein. Es sei denn, der liebe kleine Reinhard noch irgendwas zu sagen. Wahrscheinlich hat er das. Obwohl wir gleich wieder da sind. Nicht wahr, Rami? Wir sind gleich da. Es wird gespeichert. Das ist völlig in Ordnung. Muss ich also nicht speichern, was ich eh gerade machen wollte. Gnome. Tantan, Homie. Homie ist Ramis Kumpo. Ja, ist schon gut, Kleiner. Rami Dona, Granne Dingi für Homie. Nicht schlecht, danke. Ja, vielen Dank für die drei Kristalle. So, kann ich jetzt mal dem Faris sagen, dass alles erledigt ist? Was deine Kollegen hier unten angeht? Was deine Kollegen hier unten angeht? Ich habe Rami gefunden. Er hat im unteren Teil der Mine einen Durchbruch entdeckt. Dort kam eine große Spinnenhöhle zum Vorschein. Kaka, ich hoffe, er hatte nicht zu großen Schreck bekommen. Ihm geht's gut. Miss Miller, ich freue mich. Dann wird Rami bald wieder arbeiten in Kava. Was deine Kollegen... Ja, komm. Nö, du brauchst keine Hilfe mehr. Nö, du brauchst nicht keine Hilfe. Faris schon gedacht. Trotzdem gut zu fragen. Ich habe auch mit Vega gesprochen. Ich habe mit Vega gesprochen. Yep. Er hat keine Probleme mehr. Supi, Homie. Ich habe mich um Banus Probleme gekümmert. Ich habe mich um Banus Probleme gekümmert. Gut, Homie. Mano ist wichtiger Arbeiter. Und auch Kefkir ist fleißig bei der Arbeit. Kefkir ist fleißig bei der Arbeit. Gut, Homie. Tantan, ich danke dir. Ja, ich habe mich um all deine Gnome in der Mine gekümmert. Ich habe mich um alle Gnome in der Mine gekümmert. Dann, Homie, Kumpo von Gno. Du jetzt großer Freund. Was freue ich mich? Hast du gesprochen mit Wächter Valamir? Nein, noch nicht. Dann, Homie, sollte reden mit ihm wegen Halpo. Hast du sonst noch irgendwas für mich zu tun? Hast du sonst noch etwas für mich zu tun? Homie hat genug getan. Ja, super. Also läuft die Mine wieder. Das wollte ich doch einfach nur hören. Lass uns doch einfach mal... Warte mal, ich will trotzdem mal gucken, ob ich diese Ton noch knacken kann. Me, Lucky, Lucky!
Meluki Luki heißt, ich gucke jetzt mal dir auf die Finger. Ist ja gut. Wir gehen also wieder raus. Genauso wie wir es geplant haben. Die Kristalle sehen echt schick aus, muss man sagen. Sind zwar natürlich ganz einfach zu erstellen, aber ich finde es schick. Manchmal ist auch das Einfache das Gute. Wie zum Beispiel diese hervorragenden Rollen, die ich mache, auch wenn ich das gar nicht möchte. So, Valamir, wo bist denn du? Zuletzt warst du irgendwie hier anzutreffen. Natürlich bist du jetzt nicht mehr hier. Sondern vermutlich doch, hier bist du. Ich habe mich um deine Probleme in der Mine gekümmert. Ich habe mich um deine Mine gekümmert. Das will ich dir auch geraten haben. Da, nimm dieses Gold. Damit du merkst, dass harte Arbeit sich lohnt. Und jetzt, Abmarsch. Ja, deine Belohnung ist ein bisschen mickrig gewesen. Einschüchtern 100. Okay, das sollte man vielleicht doch nicht machen. Stattdessen klaue ich dir diesen Besen. Nein, lieber nicht, weil dann greifst du dich wahrscheinlich an. Weil du direkt in der Nähe sitzt. Das ist natürlich ein bisschen dumm. So, ich speichere mal und würde mal vorschlagen, wie ist denn hier? Ich bin hier, dass ich direkt aufbreche nochmal zu General Magnus. Um ihn aber gleich Bericht zu erstatten. Mal gucken, ob er jetzt schon bereit ist, mich aufzunehmen in den Kreis der Magier, beziehungsweise seinen Fürspruch für mich zu leisten. Das wäre schon mal ganz toll. Das ist auf jeden Fall schon die dritte Linie, die wir jetzt freigeschaltet haben, sag ich mal. Talbot, warte mal. Haben wir mit dir noch was zu versprechen? Wegen der Gnome? Wegen der Gnome. Ich habe Faris getroffen. Ach, Faris! Ich habe Faris getroffen. Er ist in der guten Mine. Hervorragend, hier hast du deinen Lohn. Ich habe jetzt alle Gnome Wunderbar. Bei dir gemeldet. Sehr gut. Damit kann ich diese Liste schon mal zu den Akten legen. Hier, das hast du dir wirklich verdient. Vielen Dank, 100 Gold. Nehme ich doch gerne mit. Haben also eine weitere Quest erfüllt und ist die Insel schon wieder ein Stückchen Questleerer geworden. Ist doch toll. Da hinten steht, glaube ich, General Magnus rum. Wie eigentlich relativ oft in der prallen Sonne. Das kann er machen, wenn er das unbedingt will. Magnus, eine Sache noch wegen der Minen. Eine Sache noch wegen der Minen. Ja? Die Nordmine wird wie erwartet liefern. Die Nordmine wird wie erwartet liefern. Gut. Ich habe mir schon Sorgen gemacht. Ich hatte kein gutes Gefühl, diesen Valamir mit dieser verantwortungsvollen Aufgabe zu betrauen. Ich verstehe genau, was du meinst. Wenn du sagst, es läuft, dann will ich das mal glauben. Danke für die Nachricht. Okay. Und ansonsten sagst du nichts zu mir. Das ist ja wunderbar. Gut, dann speichere ich direkt nochmal. Guck gleich mal auf die Karte, wo wir eigentlich noch Minen haben könnten. Möglicherweise haben wir hier schon den ganzen Kram durchsucht. Ich sehe schon, die nächste Folge werden wir hier verbringen. Wir waren nämlich jetzt gerade hier, haben diese Mine untersucht. Diese Mine haben wir jetzt untersucht, die Mine hier drin haben wir untersucht. Müssen wir also wahrscheinlich wirklich noch hier diesen Berg mal uns genauer anschauen. Ja, machen wir das einfach mal. Gehen wir gleich mal darüber, gucken uns diese Höhlen an. Ich nehme an, da ist eine weitere Mine. Mal gespannt, ob das klappt. Wir sehen uns gleich wieder. Bis denn dann. Ciao. Tschüss.